Ja, geschätzter Herr Kollege Indersberger von der CSU, hier vorne sind wir genau. Ja, ich hätte eine Frage. Also richtig ist natürlich, dass hier in Bayern viel Geld in die Hand genommen wurde. Sie haben es angesprochen, 8,7 Milliarden. Das ist auch natürlich erstmal richtig so. Ich möchte das Defizit an den Schulen ansprechen, gerade auch den Lehrermangel. Wir wissen auch, dass zum Teil sehr viele Lehrer ausfallen, dass wir sehr diverse Klassen haben. Und da ist genau das Problem, dass die Lehreranwärter, die ja an den Universitäten, Hochschulen ausgebildet werden, tatsächlich anscheinend gar nicht ausreichend da sind. Das heißt, es sind zwei Möglichkeiten da mit dem vielen, vielen Geld, was wir bezahlen, werden entweder diese Lehrer falsch ausgebildet, zumindest fehlen in vielen Fächern welcher, oder sie wandern ab aus Bayern. Das heißt, wir bezahlen es und andere haben was davon. Wie stehen Sie zu diesem Problem und wie könnte man trotz des vielen Geldes diesem Herr werden? Ja, lieber Kollege, wir sind ja jetzt nicht mehr beim 05er, sondern beim 15er Einzelplan. Aber wenn ich vorher gesagt habe, in aller Sachlichkeit, dass wir allein mit der HTA, mit der Hightech-Agenda, 2615 zusätzliche Planstellen in einer Verstetigung haben, dann glaube ich, spricht dies für sich. Und ich denke, ja, das spricht für sich. Und ich denke, dass hier auch mit neuen Programmen und neuen Planstellen hier wirklich eine ausgesprochen gute, auch wenn Sie die Verhältnisse, die Relation mit anderen Bundesländern, was Lehrende an unseren Hochschulen anbelangt, zu Vergleich zieht, auch mit der klaren Maßgabe bei diesem Vertrag mit den einzelnen Hochschulen, Lehre hier als Grundaufgabe zu sehen und auch als Aufgabe abzurufen, dann denke ich, sind es wichtige Aspekte, die hier weiter diesen hohen Qualitätsstandard gewährleisten. Vielen Dank. Vielen Dank.